Was ist meine Vision? Ich wünsche mir eine Welt voller selbstbewusster, glücklicher, geduldiger und entspannter Mamas, die einen bedürfnisorientierten und liebevollen Alltag mit ihren Kindern auf Augenhöhe führen, die ihnen ein Vorbild sind, ein Vorbild für Selbstliebe, für Selbstbewusstsein, für Dankbarkeit und für Freiheit. Ich wollte schon immer Mama werden, Mama sein. Das war etwas, was mir wichtig war und es war Teil meines Wesens. Und ich habe mein erstes Kind mit 23 bekommen und das war für mich so ein großer Schock, dieses Mama werden. Und ich war in diesem ersten Jahr wirklich nur Mama. Ich war nicht mehr ich selbst, ich war keine Partnerin mehr, ich war keine Freundin mehr, ich war wirklich nur Mama. Und mein zweites Kind habe ich dann mit 26 bekommen und da bin ich dann in ein unglaublich tiefes Loch gefallen, weil der Alltag für mich unglaublich anstrengend war. Meine kleine Tochter hatte sehr große Anpassungsschwierigkeiten und ich stand kurz vor der Depression. Für mich war die Welt nicht mehr bunt, für mich war die Welt grau, sie war schwarz und weiß. Ich wollte morgens nicht aufstehen, wirklich überhaupt gar nicht. Ich habe jede Gelegenheit am Tag genutzt, um zu schlafen. Wenn sie geschlafen hat, habe ich auch geschlafen. Ich habe ganz viel geweint, ich war wirklich sehr, 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 sehr unglücklich in dieser Zeit. Und irgendwann habe ich aber für mich erkannt, für meine Kinder muss ich einen Weg daraus finden. Ich möchte nicht tiefer in diese Depression hereinrutschen. Ich muss für meine Kinder da sein. Ich will für meine Kinder da sein. Und ich bin Schritt für Schritt, in ganz kleinen Schritten den Weg gegangen. Ich habe angefangen, Bücher zu lesen. Ich habe angefangen zu meditieren, Yoga zu machen. Ich habe mich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Und dann habe ich mir Gedanken darüber gemacht, was möchte ich meinen Kindern vorleben? Ich möchte, dass meine Kinder selbstbewusste Kinder werden, die sich selbst annehmen und lieben können. Also muss ich es ihnen vorleben. Ich bin ihr Vorbild. Und das war mein Antrieb hin dahin, mich zu verändern, selbstbewusster zu werden, mich selbst zu lieben, weil ich dieses Vorbild für meine Kinder sein wollte. Und ein Jahr nach diesem Prozess, also ein Jahr nach dem Tag, wo ich mich entschieden habe, aus dieser Depression wieder rauskommen zu wollen, habe ich mich dann mit meinem Mama-Coaching selbstständig gemacht. Und das war wieder ein Schritt hin zu mir selbst, ein Schritt hin zu mehr Freiheit. Und mittlerweile biete ich 1:1-Coaching an. Ich habe schon ganz, ganz viele Audiokurse entwickelt für Selbstlerner. Ich habe ein Online-Programm entwickelt, das heißt Mama sein, ich bleiben, denn das ist dieser wichtige Kern für mich. Und ich habe ein E-Book für Mamas geschrieben, ich habe ein Kinderbuch geschrieben und es werden noch ganz viele tolle Sachen folgen. Warum tue ich das hier eigentlich? Warum tue ich, was ich tue? Wenn du dir meine Geschichte angesehen hast, dann weißt du, wie es mir ging, was der Startpunkt für das Ganze hier war. Und in dieser Situation damals, als es mir so schlecht ging, hätte ich so eine Person wie mich gebraucht. Jemand, der mich an die Hand nimmt, der mir zuhört, der mich anleitet, der mir einen Weg aus dieser Krise zeigt. Und deswegen möchte ich diese Frau für andere Mamas in solchen Krisensituationen sein. Am liebsten wäre es mir natürlich, ihr würdet gar nicht erst in so eine große Krise reinrutschen, so wie es bei mir der Fall war, sondern dass ich schon präventiv mit euch arbeiten kann, dass es euch gar nicht erst so schlecht gehen wird. Mama sein kann leicht sein und du kannst alles sein, was du sein möchtest. Wenn du ruhiger und geduldiger sein möchtest, wenn du entspannter sein möchtest, dann kannst du das auch ganz einfach werden. Der erste Schritt ist, dir einzugestehen, was du möchtest. Und der zweite Schritt ist, anzufangen, den Weg zu gehen, den ersten Schritt zu machen. Und das würde ich gerne mit dir gemeinsam tun. Du bestimmst über deine Gefühle. Du kannst jederzeit darüber bestimmen, wie du dich fühlen möchtest. Wenn du dich nicht mehr schlecht fühlen möchtest, dann entscheide dich dafür, dich gut zu fühlen und glücklich zu sein. Und ich zeige dir, wie das geht. Ich höre dir zu. Ich verbinde dabei das Fachliche mit dem Menschlichen. Wir sprechen dabei auf Augenhöhe. Und Coaching bedeutet für mich, neue Möglichkeiten zu finden, auf dem Weg hin zu deiner Lösung, zu deiner individuellen Lösung. Ein Coaching mit mir ist immer etwas sehr, sehr Individuelles.